Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Hopfi Pips kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherung... Achso, das kennen wir schon. Tischdecke. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Ja. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ups. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Versprochen. Oh, ups. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Ups. Nasse Tischdecke. Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz' Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktion und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Und endlich geht es auch richtig los. Rufus hat diesen Hammer nicht umsonst gebraucht, sondern er braucht ihn natürlich auch nicht, wie angegeben, um Bosos Kutter zu reparieren, sondern um hier seinen weiteren Plan nach Elysium zu kommen, zu vollenden und in die Tat umzusetzen, in dieser ziemlich irren Rube Goldberg-Maschine. Und da habe ich ja auch gleich schon mal wieder eine Frage an Rufus selber. Und zwar, es ist ja so, an so einem Set, also gerade insbesondere an diesem Set war es ja sehr laut. Das heißt, die Sprachaufnahmen, die wir da gemacht haben, als wir das dann direkt gedreht haben, die konnten wir ja so gar nicht verwenden, die Tonspur, und mussten das halt alles im Studio nachsynchronisieren. Das trifft tatsächlich auf sehr viele Szenen zu. Aber dort vor Ort haben wir dann natürlich auch das Set eben nicht mehr zur Hand. Das heißt, diese ganzen Objekte und Reaktionen mit den unterschiedlichen Hotspots und Objekten und so weiter, die findet dann ja tatsächlich nur im Kopf statt. Du hast dann den Text, den du nochmal nachsprechen musst. Also kann man sich dann da überhaupt im Detail dann noch zurechtfinden, was man da jetzt eigentlich gerade macht oder gemacht hat? Und
Das ist wie immer, wie scheinheilig der jetzt fragt. Der weiß ganz genau, dass ich das so super hinbekommen habe. Der hat Glotzaugen gekriegt. Ja, die ganze Zeit stand es ihm ins Gesicht. Wie macht der Rufus das? Wie kriegt er das hin? Ich meine, jetzt kann ich dir es ja sagen. Ich habe mich in diesem Set sehr zu Hause gefühlt. Es sieht nämlich haargenau aus wie mein erstes Schlafzimmer in meiner ersten Junggesellenwohnung. Und da fiel mir nämlich auch wieder ein, ich habe mich damals sehr geärgert, das hat mich sehr gekränkt. Heute verstehe ich das. Als ich zum ersten Mal Besuch hatte, ne, weiß schon, ja, da kriegte ich zu hören, dein Schlafzimmer sieht ja aus wie ein Ersatzteillager. Das fand ich total scheiße, aber es hat schon irgendwie, es war was dran. Und hat sicherlich auch nicht gegen die Brandschutzverordnung verstoßen. Deswegen habe ich auch keine weiteren Fragen und wir machen. Nein, das hat nur gegen die Lärmschutzordnung verstoßen. Aber das hast du ja schon gesagt. Okay, ja. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Also, dass es wieder schief geht. Der Korken steckt. Und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Sag ja, es geht wieder schief. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Also hiergegen... Dagegen und dagegen, oder wie? Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh, Himmel. Oh, Mann. Noch irgendwas? Pfanne. Das erste Ziel öffnet den... Ist es nicht... Ein Auf... Wahrscheinlich... Meine Wissen... Hat mir eben schon... Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Also wie immer. Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Du wirst es erleben. Ich werde nach Elysium gehen. Hör auf, Rufus. Das Einzige, was du erreichen wirst, ist ein spektakulärer Selbstmord. Keine Panik. Ich habe alles berechnet. Was haben wir noch? Okay, also noch hier. Elysium, ich komme. Komm, die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Ich würde sagen, wollen wir mal, ne? Schau gut hin. Rufus, nein. Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc, retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur? Was machen wir denn jetzt? Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Messer, Pfanne. Es hätte eigentlich halten sollen. Ich glaube, ich komme ran. Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Ja. Und hepp. Zirkusreif wie immer. Auf Doc? Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber ich weiß einfach nicht mehr, auf welcher Seite das Glasauge ist.
Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Sehr clever. Ich lock wird ständig. Ja, wo können wir denn noch gegenwerfen? Was ist das? Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen, aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Das ist schon kaputt genug. Okay. Mit einem gut gezielten, aber das wird irgendwie. Was haben wir noch? Das. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Okay. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Ja, wirklich realistisch. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Wuhu, es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Da hatte ich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flohsacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Ja. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet. Mal gucken, was wir machen. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Warte, da ist noch mehr Staub.
Krass. Ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Ehrlich? Wohl doch der Schleudersitz. Und wieder der Schrumpfstrahler. Blasearbeit. Wenn ich die Plakette richtig deute, dann aktiviert dieser Knopf hier den Schrumpfstrahler. Ich bin das Beste für Goal. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh-oh. Nein, Goal! Oh, Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus! Nein! Cletus! Ach du Kacke. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott, noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkenen Notbootwänden. Was in der Tat Goals Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. Richtig mit Dancen und Saufen und allem. Hussa mit Saufen und Alm. Au,
Ouchie. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Ah, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Hustam, mit Saufen und allem. Ja, wir schauen erstmal, was wir hier noch klauen können wieder. Ob wir hier überhaupt irgendwas klauen können. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig. Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Oh, der Köder. Ja, den kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Was haben wir denn hier noch? Was war hier denn gerade? Da. Tada. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Okay. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Na gut.